Bist du ein Herz- oder ein Kopfmensch? Warum Intuition so wichtig für dein Business ist? Ich bin davon überzeugt, dass die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben nicht durch Nachdenken kommen, sondern sie passieren einfach, weil wir gelenkt werden von unserer Intuition. Lass uns da mal tiefer einsteigen. Erstmal, was ist überhaupt aus meiner Sicht ein Herz- und ein Kopfmensch? Relativ einfach erklärt würde ich sagen, ein Kopfmensch ist wirklich jemand, der vor allem von seinem Gehirn lebt, von seinem limbischen System, seinen Ängsten gesteuert ist, der Schutz, Sicherheit als vorwiegende Prämisse hat, weil Schutz und Sicherheit ist nichts anderes wie ein Gefühl und ein Vorreiter deines limbischen Systems, deines Egos, was dich beschützen will. Das heißt, wenn du oft im Flucht-, Starre- oder Angriffsmodus bist, zum Beispiel, ich werde das in diesem Video anhand des Beispiels in einem Verkaufsgespräch machen, sprich, ich muss drüber nachdenken, ich muss nochmal mit dem Mann reden oder ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt, du bist total übergriffig. Wenn du diese Situation von dir selbst kennst oder auch von deinen Kunden kennst, dann weißt du, dass diese Menschen vor allem Kopfmenschen sind, weil sie überwiegend in schwierigen Situationen sich auf ihren Kopf verlassen, auf ihr Gehirn verlassen, auf ihre Schutzmechanismen verlassen. Das Problem ist, dass du so nicht wachsen kannst und so nicht weiterkommst. Es ist ganz einfach, in Friedenszeiten, wenn nichts ist im Tag, zu sagen, ich bin ein Herzmensch. Aber ein Herzmensch entscheidet sich dann, ob du einer bist, in kritischen Situationen, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst, wenn es größere Entscheidungen sind, wenn du größere Summen investieren musst, wenn du vielleicht auch mal in eine gefährliche oder Risikosituation kommst, aber du weißt, dass du es eigentlich machen willst. Ne? Das muss natürlich immer der Hintergedanke sein. Du musst dich jetzt nicht von einem 8000-Meter-Berg stürzen mit einem Fallschirmsprung, obwohl du es gar nicht willst. Ja? Sondern wir reden ja wirklich davon, wenn du etwas willst, wenn etwas wichtig ist. Und da ist aber dann eben diese Angst, der Kopf, der dir einen Strich durch die Rechnung macht. Und dir ist es noch nicht mal bewusst. Das sind klassische Kopfmenschen, die noch nicht die Verbindung hinbekommen haben zu ihrem Bauch- und Herzbereich. Nochmal, ich rede nicht davon, wenn alles toll ist und du sagst, oh mein Gott, jetzt meine Intuition sagt mir, ich soll jetzt rausgehen und die Sonne genießen. Das ist einfach, das kann jeder Mensch. Ein wahrer Herzensmensch schafft es auch in kritischen oder Krisensituationen, bei sich zu bleiben und seinem Herz bzw. seiner Intuition zu vertrauen und danach auch zu handeln. Und das ist eben für mich ein Herzensmensch, der das gemeistert hat, die Verbindung zwischen Kopf und Herz, der das gemeistert hat zu verstehen, oh, jetzt schaltet sich gerade der Kopf ein, jetzt kommt gerade eine Angst hoch, ich nehme das bewusst wahr und ich handle aber nicht nach meiner Angst, ich handle nach wie vor nach meiner Intuition. Weil wie oft ist es so, gerade wenn du Coach bist oder wie auch immer und du hast selbst viele Verkaufsgespräche, dann kennst du das, wenn Menschen auf einmal anfangen mit, ich muss drüber nachdenken, das ist mir zu teuer, ich habe nicht die Zeit dafür, ich muss es mit meinem Mann besprechen oder. Das sind alles Faktoren, dass hier die Angst im Raum da ist. Es fehlt die Sicherheit. Die Menschen fühlen sich verunsichert, sie zweifeln an sich, an dir, an dem Programm oder. Also in den wenigsten Fällen ist es wirklich wegen dem Geld, weil die Frage ist erstmal, die ich mir immer stelle im Verkaufsgespräch, warum hat die Person überhaupt zugestimmt zum Verkaufsgespräch? Ja, also ist ja ein Problem da. Es ist etwas da, wo sie sagt, das möchte sie gerne irgendwie gelöst bekommen, weil sonst würde sich ein Mensch nicht Zeit nehmen, oder? Also kann es ja am Ende, und dass es Geld kostet, ist ja auch klar, also kann es am Ende ja meistens zu 95% nur eine Angst sein, die sich in verschiedenen Masken bemerkbar macht. Also es ist deine Aufgabe schon vorher, ich will jetzt nicht so sehr aufs Verkaufsgespräch eingehen, aber es ist deine Aufgabe vorher schon gut zu framen. Okay, das ist auf jeden Fall für mich der Unterschied. Das heißt, es geht um die Verbindung zwischen beidem, oder? Der Kopf schützt uns. Ich habe eigentlich schon alles vorweggenommen. Der Kopf schützt uns. Wir sind auch schon bei fast 5 Minuten. Der Kopf schützt uns und gewährleistet unser Überleben. Mehr nicht. Der Kopf macht nicht mehr. Das heißt, wenn du wirklich ein Leben führen willst, wo du wächst, wo du vorankommst, wo sich in deinem Leben viel verändert, du mehr Geld kriegst, die Partnerschaft besser wird und so weiter, dann hast du keine andere Wahl, wie deiner Intuition zu folgen und auch mal ins kalte Wasser zu springen und auch mal den Schmerz auszuhalten, der kommt. Weil wenn du viel Geld investierst, natürlich tut es weh, natürlich sagt dein ganzes System und schlägt Alarm, aber da kannst du meistens 4, 5, 6 Monate zurückblicken und sagst, geil, geiler Wachstum, das war top. So,
Bedeutet das auch, dass Nachdenken vielleicht keinen Sinn macht? Natürlich macht Nachdenken manchmal auch Sinn. Aber nicht in Situationen, wo du deine Intuition benutzen solltest. Nachdenken macht dann Sinn, wenn es wirklich, wirklich lebensgefährlich wird. Dann macht es Sinn, mal kurz drüber nachzudenken. Aber ein Coaching zu kaufen oder irgendwas zu kaufen, wo du weißt, dass du es brauchst, dass du es willst, ist nicht lebensgefährlich. Das heißt, baue die Verbindung deiner Intuition aus, indem du dir wirklich immer wieder bewusst dich beobachtest und zuhörst. Einfach nur zuhören und anhören, okay? Das ist der Tipp für heute. Das heißt, was mich interessieren würde, ist, schreib mir es gerne mal in die Kommentare. Bist du schon an einem Punkt, wo du in kniffligen Entscheidungen, in schwierigen Situationen wirklich auf dein Herz, auf deine Intuition hörst und danach auch handelst? Oder kennst du das schon, dass du in bestimmten Situationen oft bei kniffligen Entscheidungen, soll ich das machen, oh, das kostet viel Geld, oh, das ist eine Reise, die vielleicht mitgefahren ist oder sowas, dass du da dann doch einen Rückzieher machst, obwohl du es eigentlich willst? Dann bist du eher ein Kopfmensch. Lass mich in den Kommentaren wissen. No hate, keine Bewertung, alles ist in Ordnung. Wir dürfen uns dann einfach noch ein bisschen entwickeln. Wir sehen uns im nächsten Video.